Sie sind sicher von dem Schiff gefallen, das vorhin vorbeigeschwommen ist. Ein Seeungeheuer! Hilfe! Ein Seeungeheuer! Nein! Friss uns nicht! Friss uns nicht! Wir beide sind völlig ungenießbar! Oh! Ihr lebt noch? Wo kommt ihr her? Von dort, vom Meer? Du bist kein Seeungeheuer? Du bist keine Katze? Was Nein. bist du dann? Wer, ich? Ich bin Bällchen, ein Pudel. Ich suche die Freiheit. Oh, ich bin hocherfreut. Du auch, Ixell, nicht wahr? Oh, das trifft sich gut, weil wir suchen auch nach unserer Freiheit. Verstehe, ihr habt von den Menschen genug. Also, was ist das hier für eine Gegend, Bällchen? Wo kann man am besten spielen? Ich kenne die schönsten Spielplätze hier noch nicht, aber ich schnuppere Freiheit. Schnuppere sie ruhig, ich hab Hunger. Hier riecht es vielleicht nach Freiheit, aber es füllt mir nicht den Magen. Mein armes Bäuchlein ist schon ganz dünn vor Hunger. Und hier gibt es ganz sicher keine Speisekammer. Nein, es gibt hier zwar wenig zu essen, aber alles duftet nach Freiheit. Wow, 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 wow. Oh. Sieh mal das Milchbrötchen da. Das ist der Hund. Ich esse viel schneller. Achtung! Nein! Ja. Das ist mein Ball. Oh. Guten Tag, seid ihr die Neuen? Ich möchte fliegen können wie Sie, dann wäre ich wirklich frei. Mir ist es so luftig in der Luft. Achtung! Ich meine, es geht nach Ihr geht aus Angst vor mir zu Boden?
Ahnung. Die Kleine kennt sich hier sicher aus. Soll ich fragen, wo eine Speisekammer ist? Ach, ihr habt Hunger? Ja, natürlich, vor allem auf Käse. Ich hab auch Hunger. Ich hab auch lange nichts mehr gegessen. Folgt mir, im Dschungel gibt es viele Leckerbissen. Ist das wahr? Bekommen wir was zwischen die Zähne? Oh, wenn wir nicht vorher verspeist werden, vielleicht. Schrecklich, was für ein schrecklicher Gedanke. Hilfe, ich will nicht verspeist werden, ich nicht. Verliert nicht den Mut, ich kenne mich gut aus im Dschungel. Meine Freunde werden euch freundlich aufnehmen. Du bist sicher, dass sie uns freundlich aufnehmen werden? Ich bin ganz sicher, sie sind meine Freunde und sie werden euch helfen. Folgt mir, ich führe euch zu ihnen. Werden wir was zu essen bekommen? Ja, aber nicht nur das, ihr werdet auch Freunde finden. Also, wir haben nichts zu verlieren. Riskieren wir's. Mein Bäuchlein knurrt ja dazu. Gehen wir. Ja, wir haben keine andere Wahl. Gut, einverstanden. Ich komme mit. Freunde sind fast so wichtig wie Essen. So ist es. Worauf wartet ihr noch? Folgt meinem Flügelschlag. Stiefeln wir los. Sieht man kaum noch. Oh. Ach, ich wäre jetzt gerne auf einem Schiff. Ich auch. Da gibt's immer was zu knabbern. Aber auch Katzenungeheuer. Ach, wäre ich nur wieder am Strand. Es gibt da zwar nichts zu essen, aber dafür habe ich dort zum ersten Mal Freiheit geschnuppert. Erhebt euch, wir sind noch nicht am Ziel. Ich verliert meine Stelle aus den Augen. Ihr habt doch Ohren. Ihr könnt meinen Gesang hören. Hier singen aber viele Vögel. Ich singe in H-Dur, das kann nur ich. Wer ist da? Oh, steh auf, ihr entwickelt uns wieder. Oh. Ah. Gerettet, aber wir haben uns verlaufen. Warum? Kein Vogel singt hier in H-Dur. Zu sehen ist die Sängerin auch nicht mehr. Ich hoffe, sie sucht uns, wie wir sie suchen. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin geschwächt vom Hunger. Denke ich an meine Freiheit, vergesse ich meinen Hunger völlig. Ich will nicht frei verhungern. Ist das H-Dur? Ja. Hurra! Wir sind gerettet, Freunde! Gleich sind wir da. Vorwärts mit letzter Kraft. Schwester, Patientin. Ach du, ich habe meine neuen Freunde mitgebracht. Sie sind geschwächt von Hunger und Erschöpfung. Wer sind sie und woher kommen sie? Es sind Schiffsbrüchige auf der Suche nach Freiheit. Sie haben am Strand gespielt. Das ist meine Freundin. Sie pflegt alle Tiere gesund. Willkommen, liebe Freunde. Ich bin Schwester Kräutlein. Guten Tag. Ich bin Bällchen und das sind meine Freunde Dünn und XL. Wir suchen die Freiheit. Die Suche hat euch gewiss hungrig gemacht. Oh ja! Oh ja. Wir haben schon sehr lange nichts mehr gegessen. Mein Magen knurrt so laut, dass ich mein eigenes Wort mein nicht mehr verstehe. Mein Magen knurrt noch viel lauter. Gut, ich werde versuchen, erste Hilfe zu leisten. Sekunde noch.
Na, weiß ein Eichhörnchen überhaupt, was ein Hund so frisst? Mal sehen, was uns Kräutlein Leckeres zu bieten hat. Füchse und Eicheln vielleicht. Das ist für die Mäuse und das für Bällchen. Ich singe für euch das kleine Lied, das mit mir verstanden Sie. Dein Lied würde mir viel besser gefallen, wenn ich etwas gegessen hätte. Ich hoffe, sie bringt uns was Kräftiges und nicht nur Kräutlein. Oh. Du wirst schon heißhungrig erwartet. Oh, das ist für euch zur Begrüßung. Das ist für XL und Dünn. Ich hoffe, ich habe euren Geschmack getroffen. Nein, ich! Das hier, das ist doch was für dich, oder? Ich habe die Dose unten am Strand gefunden. Sie ist auch eine Schiffsbrüchige. Guten Appetit. Unseren Freunden hat es geschmeckt. Ja, flieg los und hol die anderen. Ich flieg ja schon. Fang mich doch, fang mich doch. Ist doch viel langsam. Hört mir zu, liebe Freunde. Ich habe 3 Schiffsbrüchige vor dem Hungertod gerettet. Ich habe sie zu Schwester Kräutlein geführt. Sie hat ihnen zu essen gegeben. Habt ihr Lust, die 3 kennenzulernen? Hast du Lust? Ich hab Lust. Also machen wir uns auf zu Schwester Kräutlein. Auf geht's. Beeilen wir uns. Nein, geht weg! Ich will nicht gefressen werden! Das sind Freunde von uns, die euch begrüßen wollen. Hilfe! Ich hab trotzdem Angst! Hier ist die Entdeckung! Grüßt euch! Kommt ihr von dort? Du sagst es! Ja. Was ist das für eine Frucht? Wie heißt sie? Das ist ein Ball. Und, kannst du etwas anfangen mit deinem Ball? Ja, ich spiele mit ihm. Oh, was rieche ich da? Du und dein Ball, ihr riecht nach Mensch. Frauchen und Herrchen haben oft mit mir Ball gespielt, deshalb. Frauchen und Herrchen, warst du Sklave von Menschen? Ja, aber ich hatte genug davon. Ich bin weggelaufen, um frei zu sein. Aha, was für hübsche Masten. Achtung, sie schwanken. Und können ausschlagen. Was? Ihr habt wohl vorher an Bord eines Schiffes gelebt. Jawohl, wir sind Piraten. Wir sagen die Wahrheit. Wir sagen die Wahrheit. Ja, wir sind sie. Verflixt doch mal. Eine Katze hat uns verjagt an Bord unseres Schiffes. Ja. Kommt eine Katze ins Haus, ziehen die Mäuse aus. Du sagst es. Kommt mit, ich zeig euch euren Unterschlupf. Ja. Hier könnt ihr 2 schlafen. Innen ist es sehr hübsch. Wir sehen es uns an. Ja. Es ist wirklich sehr hübsch, nur der Eingang ist etwas eng. Friss in Zukunft weniger. Ich zieh dich aus der Klemme. Volle Kraft raus! Volle Kraft voraus! Ich pass durch. Soll ich etwa auch da drinnen schlafen? Warum ist es plötzlich so dunkel? Oh. Wer hat den Eingang versperrt? Oh. Welcher Idiot war das? Du kannst mit uns mitkommen, aber lass das Ding hier. Nein, das ist alles, was ich habe. Also dann hast du nicht sehr viel. Kommt, wir gehen. Mama Wolf wartet schon auf uns. Gut. Wiedersehen! Hey, ich bin als Erster da. Das denkst du? Mama, stell dir vor, wir haben Schiffsbrüchige kennengelernt. Mama Wolf, das ist unser neuer Freund. Guten Tag, kleiner Hund. Sei uns herzlich willkommen. Vielen Dank für den freundlichen Empfang, Mama Wolf. Wo kommst du her? Bällchen ist den Menschen weggelaufen und sucht die Freiheit. Das gefällt mir. Danke. Nee, lasst mich auch mitspielen. Der Ball, ich will den Ball. Pech gehabt. Hör ihn zu mir. Nein, zu mir. Ich behält ihn einfach. Und vor allem auch kein Sport. Oh, bravo. Wie geschickt du mit dem Ball jonglierst. Künstler. Guten Tag. Welcher gute Wind weht dich her? Sind das die Neuen? Ja, das Hinterteil gehört XL.
Versperr mir nicht die Augen! Ich bin dünn und heiße dünn. Ich bin dick und heiße XL. Verstehe. Also, ich bin gekommen, um euch die Einladung zum Hohen Rat zu überbringen, Freunde. Ach ja, natürlich. Wenn der Rat hoch ist, dann kommen wir. Wir sehen uns später noch. Also, bis später dann. Oh, ist der groß. Wahnsinn, wie groß er ist. Ich fürchte mich. Was soll das? Das ist unfair. Was heißt unfair? Du bist zu langsam. Na, warte. Aha. Los, Bällchen, fang das Bällchen. Los, weg damit. Warte. Höchst erstaunlich. Ich habe eine Frage. Seit wann lebt die kleine Ziege bei euch? Was für eine Ziege? Kleine Ziege. Ziege. Kleine Ziege, das finde ich eine wirklich Ziege. Spaßig. Wo kommt sie denn her? Hä? Die Ziege ist ein entlaufener Hund. Ein Hund? Oh, er muss dem Hohen Rat vorgestellt werden. Damit er beschließen kann, dass er bleiben darf. Ist schon wieder eine Mahlzeit fertig? Es ist neu angekommen. Und ich, der alles weiß, weiß nichts davon? Heute Abend tagt der Hohe Rat. Verkünde es. Ich habe gehofft, es würde ein ruhiger Abend werden. Heute Abend tritt der Hohe Rat zusammen. Klo! Heute Abend tritt der Hohe Rat zusammen. Heute Abend tritt der Hohe Rat zusammen. Heute Abend tritt der Hohe Heute Abend tritt der Hohe Rat zusammen. Schrecklich. Immer diese unliebsamen Störungen. Wie soll ich da noch Zeit finden zu lesen? Oh, Mama Wolf, ist das für uns? Es gibt Nachtisch. Hört es nicht an. Wir müssen sofort zur Tagung des Hohen Rates. Was ist das für ein Hoher Rat? Das ist die Zusammenkunft aller Tiere, wenn es Probleme zu lösen gibt. Ah, verstehe. Ich soll auch mitkommen? Ja. Ja, natürlich. Heute Abend wird darüber beraten, ob du bei uns bleiben darfst. Es wird über mich beraten? Du sagst, du bist den Menschen weggelaufen, weil du die Freiheit suchst. Dünn, XL, kommt, wir müssen zum Hohen Rat. Hallo. Also los, erhebt euch, steht auf. Gibt es Nüsse? Nüsse gibt es später, jetzt laufen wir zum Felsen. Es gibt noch Nüsse. Hilfst du mir? Na gut. Folgt mir so schnell ihr könnt. Wenn es noch Nüsse gibt, folge ich dir bis ans Ende der Welt. Hier entlang. Wir sind gleich da. Wir können nicht alle Tiere in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Wir können sie auch nicht einfach abweisen, aber darüber werden wir heute beraten. Oh, das ist ein heißes Eisen, ein sehr heißes. Sieh mal da, das sind die drei. Ruhe bitte, ich bitte um Ruhe. Unsere Beratung ist eröffnet. Unsere drei Freunde werden uns jetzt ihre Geschichte erzählen. Wir erfahren so etwas über ihr Schicksal, bevor wir über ihr Weiteres entscheiden. Wenn wir sie in unsere Gemeinschaft aufnehmen, müssen wir sie auch erziehen. Es wird uns leichter fallen, eine Entscheidung zu treffen, wenn wir wissen, wer sie sind und woher sie kommen. Das finde ich auch. Ich kann dem nur zustimmen. Ich bin richtig gespannt auf ihre Geschichten. Du fängst an. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Eins, zwei, drei. Also, ich heiße XL, weil ich so dick bin. Ich bin Pirat geworden, weil ich einmal die ganze Welt umsegeln wollte. Mein Freund Dünn und ich, wir haben uns an Bord eines Schiffes geschmuggelt. Dünn hat den Käse gestohlen, weil wir dachten, die Luft ist rein. Keine Katze ist mehr hier. Oh, er lügt! Das war ganz anders. Er war viel zu beschäftigt, um zu merken, dass die Katze immer näher kommt. Er wollte Käse stehlen vom Kapitänstisch. Nein, glaubt ihm kein Wort. Schuld daran, dass wir fliehen mussten, ist er. Nein, du! Also ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Schneller! Bloß weg hier!
Oh, Wasser! So viel Wasser! Oh, ich krieg dich noch! Wiedersehen! Mach's gut, mein Kleiner! Bitte, das ist unsere Geschichte. Ich glaube Ihnen, er sagt die Wahrheit. Hättet ihr nicht stehlen wollen, wäre es auch nicht passiert. Freut euch, dass die Geschichte noch mal so gut ausgegangen ist, liebe Freunde. Wollt ihr immer noch Piraten spielen? Oh nein, viel mehr. Davon habe ich genug. Es ist auch schwer, im Dschungel ein Schiff zu ändern. Wenn Sie uns versprechen, nicht mehr zu stehlen, bin ich dafür, Sie aufzunehmen. Ich auch. Ich bin bereit, Sie bei mir unterzubringen und mich um Ihre Erziehung zu kümmern. Bei mir sind Sie sicher gut aufgehoben. Was mich anbelangt, so bin ich bereit, das Hündchen aufzunehmen. Wissen, was meint ihr denn? Woher du kommst? Ich bin Bällchen. Ich war Sklave von Menschen. Ich musste ihnen auf die Füße folgen. Nachts haben sie mich an der Hundehütte festgebunden. Ich lief immer Gefahr, mich selbst zu erwürgen. Fressen konnte ich auch niemals in Ruhe. Also habe ich eines Tages beschlossen, für immer wegzulaufen. Die Kleine gefällt mir. Mir auch. Ich bin der Meinung, wir sollten sie aufnehmen. Ja, der Meinung bin ich auch. Wer mit uns leben will, muss aber die Gesetze des Dschungels respektieren. Ja, so ist es. Wenn ihr sie nicht respektiert, werdet ihr verbannt. Und zwar umgehend. Mach den Mund auf. Sag, dass du sie respektierst. Ach ja, ich respektiere die Gesetze des Dschungels. Wir auch. Wir werden sie auch respektieren. Wir versprechen, nie wieder zu stehlen. Ja. Wir wollen für immer bleiben. Ich glaube, dass sie das ehrlich meinen. Vertrauen wir ihnen. Ich vertraue dem kleinen Hund. Wir sollten alle drei aufnehmen. Meine Freunde, hört zu. Ich erkläre die Anträge der drei für genehmigt. Sie dürfen bleiben, wenn sie unsere Gesetze respektieren. Hiermit ist unsere Beratung beendet. Wie schön, dann gehört der Ball auch uns. Ja. Bringt ihr mir bei, wie man Pirat wird, bitte. Das ist leider nicht möglich. Im Dschungel schwimmen zu wenig Schiffe. Ihr seid sicher hungrig. Gehen wir. Oh ja, sicher. Ihr zwei kommt mit mir. Wir gehen jetzt nach Hause. Bekomme ich dort Nüsse? Ja, du bekommst welche. Also gehen wir, ja? Wir haben jetzt so viele Tierkinder, dass wir fast einen Kindergarten brauchen. Ich bin so froh, dass Sie hier bleiben dürfen. Oh nein, gleich bin ich oben. Warum bin ich nur so schwer? Das schaffe ich nie. Er schafft es nicht mal, sein eigenes Gewicht hier hochzustemmen. Oh. Fass zu. Was? Wir versuchen, dich hochzuziehen. Gut. Ja, zieh nur. Gut, weiter so. Ist das hoch? Komm herein, XL. Gern. Ist schon da. Das hier ist mein Laboratorium. Bleib nicht in der Tür stehen. Tritt näher. Ich mache Tee und Arznei aus heimischen Pflanzen. Das kann man alles aus dem Grünzeug hier zaubern? Ja, das kann man. Mir fehlen noch ein paar Pfoten beim Kräutersammeln. Verstehen wir uns? Oh, er ist Meister auf dem Gebiet. Er kennt sich aus. Er wird dir eine große Hilfe auf, sein. Zu schmeicheln. Ich mag das gar nicht. Ich werde es euch beibringen, aber jetzt geht schlafen. Wir lernen schnell. Ich bin sehr kräftig. Ihr seid ab morgen meine Assistenten. Wir stehen zu deiner Verfügung. Wie komme ich bloß wieder auf den verdammten Erdboden runter? Das Seil ist noch da. Du musst es nur benutzen. Ja, gute Idee. Dann bis morgen. Bis morgen dann. Erster. Na und? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Hast du Angst nachts im Wald? Er ist mir so fremd. Schlaf doch in der Höhle. Nein, ich will bei euch bleiben. Ich werde euch nie verlassen. Gut, sehr gut.
Also werden wir hier schlafen. Leg dich zwischen uns, in die Mitte, ja? Ah, guten Abend, meine Liebe. Du siehst so erschöpft und müde aus. Bagheera und ich übernehmen die Wache. Geh du in eure Höhle und schlaf bei den Kleinen. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Ich bin manchmal wirklich sehr erschöpft. Meine Aufgabe ist schwer. Ja, sogar sehr schwer für eine Wölfin ohne Gefährten. Sprich nicht so schrecklich laut. Du wächst nur die Kleinen wieder auf. Bagheera, du bist wirklich rührend um sie besorgt. Ich denke, wir sollten ihnen ein gutes Beispiel geben. Dann lernen sie schon die Gesetze des Dschungels. Sie müssen von uns vor allem lernen, einander immer zu helfen. Das ist das Wichtigste. Ja, denn vielleicht sind wir eines Tages auf ihre Hilfe angewiesen. Wenn die Neuen die Gesetze nicht befolgen, müssen wir sie schnell zu den Menschen zurückschicken. Du bist so bleibst ein Egoist. Unsere neuen Freunde sind da ganz anders. Die beiden brauchen Nachhilfeunterricht. Die beiden kleinen Mäuse, die das Abenteuer suchen, und der weiße Hund, der von Freiheit träumt, schlafen erschöpft ein. Wird es ihnen gelingen, nach den Gesetzen des Dschungels zu leben? Wir werden sehen.